Ja, Jungs, was geht denn ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab, so in Wuppertal? Genau, einfach Wuppertal war eigentlich im Falschen. Ich kümmere mich nicht darum, wann in Wuppertal geht. Aber ich denke mal, da geht genauso wenig wie in den meisten anderen Städten. Genial, solche Fans zu haben, und wir haben uns alle fokussiert. Wir haben die ganze Saison gezeigt, dass wir ein Team sind, und für uns war es klar, dass wir heute wieder aufstehen. Wir wussten, wenn wir das Ding hier heute gewinnen, dass das Stadion explodiert. Man hat sein eigenes Wort auf dem Platz nicht mehr verstanden, und es war einfach nur geil. Also die Zuschauer, was sie da alles abgerissen haben hier, ist sensationell. Ich muss ein Lob an die ganze Mannschaft machen, weil wir haben alle für jeden gekämpft, und deswegen sind wir auch verdient im Finale. Das war eine tolle Saison, die uns der BSV geboten hat. Und seit den Bundesliga-Zeiten so euphorisch wie nie. Und ihr habt es geschafft, dass man wieder richtig gerne ins Stadion geht. Und Horst Szymaniak, er hier, wäre stolz auf euch. Gemeinsam schaffen wir es. Wir zählen auf euch. Jungs, danke, ihr habt eine grandiose Saison gespielt. Gibt's so ein schönes Lied. Nie mehr Oberliga, nie mehr, nie mehr. Jungs, Volltreffer, haut rein. Und jetzt gegen Essen geht's rund. Belohnt euch für diese Saison. Wir sind stolz auf euch. Jetzt gilt's, Männer. Volle Pulle. Ihr habt es selbst in der Hand. Das ist eine riesige Chance, nicht nur für den Fußball in unserer Stadt, sondern für die Stadt Wuppertal insgesamt. Wir für euch, ihr für uns. Attacke! Also, der Ball liegt auf dem Punkt. Machen rein. Der Ball liegt auf dem Punkt. Jetzt müsst ihr ihn nur noch reinmachen. Jungs, macht den Ball rein. Auf geht's, Rot-Blau! Der Ball liegt auf dem Punkt. 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 Und wir sind sicher, ihr macht ihn rein. Ihr müsst ihn nur noch reinmachen. Ihr müsst ihn nur noch reinmachen. Auf geht's, Rot-Blau. Ich freue mich drauf, ich bin dabei. Vergoldet die Saison. Und das Beste ist, ich glaube, das ist erst das erste Kapitel einer neuen Erfolgsstory.